Dann geben wir mal die 100 Gold. Moment mal. Wir dürfen uns das mit einem der Meister verscherzen, richtig? Was ist, wenn wir ihm die 100 Gold nicht geben? Dann hätten wir 100 Gold über. Dann verscherzen wir es mit ihm. Na, nee, komm. Wir sollten uns nicht gleich einen schlechten Ruf machen in der Stadt. Das macht das Einbrechen dann schwieriger, wenn jeder weiß, dass wir schlimme Dinge im Kopf haben. Ja. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Na schön. Zeig mir deine Ware. Schwere Nagelkeule, Kriegskeule. Du hast nur Kram, ne? Na gut. Ende. Deine Rüstung wollen wir erstmal nicht haben. So auf den Wege. Er hat auf die falschen Leute gehört. Bogner, den Tischler, den Schmied. Mit dem müssen wir alle noch reden. Ja, dann machen wir es doch einfach mal. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bosper. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Wir können nur abwarten. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Dein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Das ist doch lange bekannt. Das klingt sehr gut. Die Probleme habe ich kommen sehen. Von mir erfährt keiner was. Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Also die Kneipe, wo auch der Valentino sich rumtreibt. Ja, also Jäger klingt nicht schlecht. Dann kriegen wir wenigstens noch ein bisschen was zusammen an Währung. Und ja, es sind inzwischen doch Goldmünzen. Ernstbrocken scheint hier keiner zu handeln. Ja. Aber wir sollten nicht sofort hier zustimmen. Wir wissen ja noch gar nicht, was die anderen Händler, die anderen Meister so alles anbieten. Das ist eine schlimme Sache. Ich muss ins obere Viertel. Zu den Paladinen. Es war genauso. Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Du musst hier angesehener Bürger sein. Oder zumindest eine ordentliche Arbeit haben. Als Fremder kommst du da nicht rein. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ja gut, dann hören wir uns erstmal bei anderen Meistern um und dann kommen wir eventuell wieder. Wobei das mit dem Geld echt nicht schlecht klingt. Hey du! Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Korinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist... Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Ja, verständlich. Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Ja, ich habe gehört, da sind ganz viele von den Bergen untergekommen. Glaubst du wirklich daran? Kannst du mir die Triche verkaufen? Ist ein wenig direkt zu fragen, oder? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Naja, es ist schwer in seiner Situation nicht wirklich zumindest ihre Existenz zu akzeptieren, weil die Götter haben ja schon eingegriffen.
Und er will wahrscheinlich hier auch hören, dass wir ein gottgläubiger Mann sind, sonst würde er nicht wollen, dass wir uns einen Segen holen. Also, ja. Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Das klingt jetzt ja nicht wirklich schwierig. Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Lassen sie sich überhaupt nicht Zeit für. Weil egal, wie stark die Söldner sind, so ein ganzer Trupp Paladine plus Stadtwache sollte eigentlich kein Problem sein. Ne? Ja. Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Okay, dann sprechen wir mit Vatras. Das sollte ja schnell erledigt sein. Dann haben wir nicht ganz so viel auf der Platte auf einmal. Wird ja doch sonst recht schnell unübersichtlich an den ganzen kleinen Aufträgen, die wir haben, ne? Oh, der ist wieder dabei. Ja, tut mir leid, Vatras, aber wir müssen dich unterbrechen, weil wir können nicht warten, bis es dunkel wird. Da. Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Wir sollten ihn doch noch auf Frau A hier. Wo finde ich einen geweihten Innos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Okay. Hatten wir auch einen gesehen, stimmt. Sind wir doch recht auffällig in ihrer roten Robe. Genau, da hinten ist er. Den können wir hier auch gleich mal nach einer Waffe suchen. Jetzt, wo wir ein bisschen stärker geworden sind. 35 Stärke, ja, da könnte schon was gehen. Ehrlich, ich habe selbst erlebt, du musst die Arbeit ja machen. Was kann ich für dich tun? Ich glaube, suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Innos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Schlimme Zeiten sind. Wer sagt denn sowas? Mein Mann sieht das aus. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut, das ist gut. Das habe ich schon immer gesagt. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden. Ja? Nein. Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Wir könnten die Paladine ansprechen. Dann wird die Spende wahrscheinlich noch höher ausfallen. Nee. Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Ich segne dich im Namen Innos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Wir haben über 100 Goldmünzen. Und deine erste Reaktion ist, du willst die Hälfte davon haben? Also die Hälfte von 100. Aber gut, wir haben den Segen. Alles ist gut. 50 Goldmünzen kriegen wir auch hoffentlich einigermaßen schnell wieder zusammen. Dann können wir jetzt auch nach dem Paladin sprechen. Weil meine Sorge war, wenn wir vorher fragen mit dem Paladin, dass er dann vielleicht den Preis in die Höhe treibt für die Spende. Weil er denn ja versucht, ein gutes Wort einzureden, was dann am Ende doch nichts bringt, aber ne, er kann es ja versuchen.
Ist ja anscheinend ein Halsabschneider, der Priester hier. Ich muss mit den Paladinen sprechen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Ja, du brauchst Zugang zum oberen Viertel. Doch dir ist nur den Bürgern und der Stadtwache erlaubt. Das ist mal wieder und natürlich uns Feuermagier. Das ist doch kein Geheimnis. Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden als Novize beitreten. Wenn du eine Zeit lang gedient hast, wirst du vielleicht in die Reihen der Magier aufgenommen. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Bis zur Aufnahme ist es ein langer Weg des Arbeitens und Studierens. Und das wird noch viel schlimmer. Ja, gut. Außerdem wollen wir eh nicht einer von diesen Halsabschneidern werden. Das darfst du keinem erzählen. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Ich habe es selbst erlebt. Also ihr nehmt jeden auf, der all sein Geld loswerden möchte und kostenlos für euch arbeiten. Sehen wir das richtig, hm? Mein Mann sieht das anders. Gott. Wie viel Gold haben wir jetzt noch? 292 Münzen. Ist ja okay. Ich habe was anderes gehört. Moment mal, haben wir die 100 Goldmünzen jetzt hier abgegeben? Er arbeitet auch den eigentlich Kanzler. Schon. Das habe ich schon immer gesagt. Hey du. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Er arbeitet auch den ganzen Tag. So, wir könnten das edle Kurzschwert nutzen. Und es wird noch viel schlimmer. So. Reguläre Kurzschwert natürlich auch aus 750. Er sollte lieber den Mund halten. Dann eher eine Nagelkeule des 450 ist auch zu teuer. Er sollte lieber den Mund halten. Der Wolfszahn ist sogar noch. Nee. Ist ein Ticken schlechter als das Kurzschwert. Und ich habe das Gefühl, dass der Wolfszahn auch kürzer ist als das Kurzschwert. Das weiß doch inzwischen jeder. Beide werden eine schlechte Reichweite haben. Ja, schade. Schlimme Zeiten sind. Nee, keine Waffen von dir. Ich muss weiter. Das habe von ich mir aus. Also das Kutsch wird eventuell, aber dafür bräuchten wir erst noch mehr Gold. Sowas. Er erzählt alles weiter. Zeig mir deine Ware. Er erzählt alles weiter. So, grobes Kutsch wird. Nein, Kutsch wird gleichen Preise, ne? Oh, ein Richtstab. Der hat eine große Reichweite. Das sind Zweihandwaffe, das ist auch völlig in Ordnung. Wissen Sie doch nicht irgendwie spezialisiert auf Kurz- oder Langwaffe. Aber 600 Goldmünzen. Ja, nee. Das muss auch warten. Also wir haben erstmal keine neue Waffe. Wir haben keine neue Rüstung. Ja. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Aber wir haben diese Schriftrolle mit dem hier vergessen. Dadurch kommen wir hoffentlich, wenn wir Valentino niederschlagen, später an genug Gold, um dann was zu kaufen. Jetzt aber erstmal wieder zurück nach Torben. Dem sagen, dass wir da, dass wir den Segen der Götter haben. Also von zwei der Götter. Den dritten wird er wohl nicht hören. Hey! Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Okay. Hey. So. Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Wo ist Elvridge jetzt? Was weiß ich? Er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. 2 Wochen bei der Dirne im Bett? Das ist aber ganz schön teuer. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher.
Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Ja, das lernen wir ja auch gerade, ne? Im strömenden Regen. So, aber jetzt ist... Genau, jetzt ist eine gute Gelegenheit, auf Dächern rumzutouren. Nein, ich dachte, jetzt im Regen sind vielleicht weniger Leute unterwegs und wir könnten versuchen, uns da hochzuhangeln. Erstmal gucken, ob wir überhaupt rankommen. Ne, nicht ganz. Den Fingerspitzen vielleicht so ein bisschen, aber sich dann noch festhalten, ist wohl zu viel verlangt. Auch nicht hoch. Hier kämen wir hoch. Fliegen dann runter auf die Esse. Ja, also bis da hinten schaffen wir es nicht. Aber vielleicht hier aufs Dach. Ah, ja. Nein. Da kommen wir auch nicht hoch. Nee, schade. Also hier über Dächer ging es nicht. Wenn, müssten wir vermutlich wirklich... Oh. Bospers Laden rauf? Wo hast du das denn schon wieder her? Dürfen wir? Also wir wollen nicht rein. Wir wollen nur hier um die Ecke. Das war genau so, wie du sagst. Und dann von hier aus eventuell darauf. Guck dir gerade zu. Ich glaube nicht, dass wir daran was das da. Nein, ist auch zu weit. Uff, das tat schon fast weh. Also ich denke, dass mit dem Rumkraxeln könnte irgendwie gehen. Zwinker, zwinker. Aber das ist unserem Helden dann doch jetzt zu gefährlich. Das heißt, wir geben das Geld aus. 250 sind echt viel. Nee. Wir stellen uns hier erstmal unter, wärmen uns ein bisschen an der Esse. Oh, und Harald kommt auch ans Trocknen, das ist doch super. Hallo. Warte mal. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Also ganz ehrlich gesagt, würden wir wahrscheinlich auch abhauen mit der Kiste an Gütern, die zurückgelassen wurde, unterm Arm. Aber das können wir natürlich nicht sagen. Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. Was? In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Was ist das denn für ein Himmelfahrtskommando? Lass uns nochmal über die Sache mit dem Ork reden. Was? Ja. Dein Ork ist schon so gut wie erledigt. Gut. Dann verlier keine Worte mehr, sondern lass Taten sprechen. Vielleicht finden wir irgendwo eine Waffe einfach rumliegen ohne Ork. Wir kaufen irgendwo eine, die zu teuer sein. Boah, Orks sind riesig und muskelgepackt und überhaupt. Verkaufst du auch Waffen? Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache ausrüsten. Ja, also bei ihm anfangen klingt auch sehr gut. Klingt sogar besser als das mit den Fellen. Mit den Fellen verdienen wir mehr Gold, das ist vermutlich richtig. Aber mit dem Gold würden wir dann Waffen kaufen. Und wenn wir die Waffen selber herstellen, müssen wir dafür kein Gold ausgeben. Also, und wir könnten die Waffen wahrscheinlich sogar gut verkaufen, so unter der Hand. Weil alle langen Waffen gehen ja normalerweise in die Stadtwache. Das heißt, die ganzen Diebesgesellen, Streuner und was hier sonst so rumkreucht, kann sich nur die kurzen Waffen kaufen. Das heißt, wir können gute Preise für unsere geschmiedeten Waffen dann bekommen. Eventuell.
Ja, okay. Zwischen den beiden überlegen wir uns jetzt noch. Wir müssen aber eh noch zu Konstantino, dem Alchemisten, durch den wir überhaupt erst hier in die Stadt reingekommen sind. Wir haben uns ja als ein Helferling ausgegeben. Und vielleicht kann er uns überzeugen, dass wir auch sein Lehrling werden. Wobei jetzt Alchemie-Sachen doch nicht so ganz, ne, unser sind. Also praktisch bestimmt, so ein paar kleinere Sachen herzustellen, aber das zu unserer Berufung zu machen, ne.